Wir haben mit allen geredet, außer dem Barkeeper. Genau, und der ist vielleicht der Wichtigste. Einen wunderschönen guten Morgen. Meinst du? Verzeihung? So sagt man doch hier in Irland, oder nicht? Wollen Sie was haben oder nur Ihre Xenophobie streicheln? Ich wollte nur freundlich sein. Wollen Sie ein Zimmer? Ja. Ja. Keine schlechte Idee. Haben Sie was frei? Möglicherweise, wenn Sie warten wollen, bis der jetzige Gast auscheckt. Kein Problem. Was meinen Sie, wann das sein wird? Sobald ihn der Totengräber abholt. Aha. Ich versuche mal ein Glas Bier, bitte. Ist das Ihr erstes Glas echtes Ale? Ich, würde ich mal sagen. Was ist das überhaupt, echtes Ale? Bier, das aus natürlichen Zutaten nach traditionellen Methoden gebraut wurde. Sollte nicht unter Druck oder kühl gelagert werden. Und außerdem sollte es einen guten Körper und einen unverwechselbaren Charakter haben. Na, noch irgendwas hinterher? Mit anderen Worten, es ist abgestanden, warm, es schwimmt Zeugs drin herum und es haut einen um. Dankeschön. Aber wir kriegen ein super winzig kleines Glas. Jetzt haben wir also ein Bier getrunken. Haben Sie vor kurzem irgendwelche Clowns bedient? Nein, Sie sind heute der Erste. Kennen Sie einen Mann, der Pegram heißt? Und ob? Sind Sie zufälligerweise ein Freund von ihm? Oh nein, ich versuche nur, ihn zu finden. Ich auch. Der Mistkerl gehört hinter Gitter. Hat Pegram hier gewohnt? Ja, hat er. 6 Übernachtungen plus Frühstück. Kennen Sie diesen Mann? Nein, sollte ich? Was wollen Sie von ihm? Ich habe mit ihm ein Hühnchen zu rupfen. Ich will keinen Ärger hier in der Bar, Mister. Wenn Sie sich mit jemandem prügeln möchten, gehen Sie zu Pater Mahoney. Ein Priester? Ein Mann des Wortes? Klar, und er bringt den Jungs im Jugendclub bei, wie man boxt. Mahoney behauptet, dass Boxen den Charakter entwickelt. Stimmt das, Pat? Hat er dich nicht auch in der Prügelkunst unterrichtet? Doyle! Sorry, Michael, ich war in Gedanken. Was hast du gesagt? Oh, vergiss es. Das hier könnte sie vielleicht interessieren. Nö. Och man, keiner mag unser Gullideckel gelöhnt. Darf ich mir das Handtuch ausborgen? Klar können Sie, unter einer Bedingung. Und welche? Lassen Sie den alten Ron nicht in seine Nähe. Wer ist Ron? Der Typ da drüben in der Ecke. Mit dem Hygieneproblem. Ach so. Der alte Ron. Okay. Der alte Niesemann. Also, ich muss jetzt los. Sollen wir es forcieren und ihm das Handtuch geben? Ach, haben wir ja schon versucht, ne? Das hatten wir versucht und er wollte es nicht haben. Ja, vielleicht aber jetzt, da wir wissen, dass er es nicht darf. Hallihallo. Was? Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Ich schon. Aber danach niemand anders mehr. Aha. Wenn ich eine Frau wäre, also mir würde so eine Drahtkette nicht gefallen. Ist auch nicht für eine Frau. Ich habe Gelüst auf was Besseres als Frauen. Fleisch. So zart und weich wie das einer Jungfrau. Knochen. Aha. So weich und weiß wie bei einem neugeborenen Kind. Kaninchen, Junge. Das heizt mich an, Mann. Okay. Ein Sodomisten und ein Psychokiller. Und lass uns immer wieder gehen. Gehen in eine Bar. Wir gehen. Wir gehen hier ganz schnell weg. Was ist das denn für ein Kasten? Das ist ein Elektrokasten. Ich zerre an der Plastikabdeckung, aber sie bewegt sich nicht. Aha! Vielleicht jetzt das Öffnungsding da. Moment! Du meinst unser Gulli-Werkzeug? Ja. Ich ziehe an der Falltür, aber sie ist von innen verschlossen. Das wäre doch, aber meinst du? Das wäre ja zu abgefahren. Aber das ist... Nope. Will er nicht. Und am Kasten? Nope. Nee. Auch, schade. Auch wenn es einen Sparkle-Sparkle-Sound gibt. Leider keine Zigarre. Ja, Kidos fragt, ob man Tipps geben darf. Man darf ja, sicherlich, wenn wir Ark hängen, darf man Tipps geben. Nur... für alle Beteiligten nicht unbedingt irgendwie vorwegnehmen, was passieren muss.
Hi. Sprechen Sie Englisch? Oh, hi. Und was ist, wenn ich Nein sage? Sprechen Sie Englisch in Irland? Von Erkennung verschleiert in Negierung. Eine sehr schöne Approximation eines Paradoxon, muss man wirklich sagen. Ich bedenke ihn mit dem Blick, den ich perfektioniert habe, als ich 12 war und der größte Hypnotiseur aller Zeiten werden wollte. Der Blick ist ein Killer. Versuchen Sie, mich zu hypnotisieren, oder leiden Sie an Verstopfung? Nur dumm, dass ich außer Übung bin. Der erste wirklich gute Spruch hier. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Nicht viel, tut mir leid. Das meiste Ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten Sie zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie, das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. Das sind mehr als 300 Jahre. Haben Sie Dr. Pilgrim gesehen? Nein, der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein. Ist es was für Schafe? Nein, damit hebt man Kanaldeckel hoch. Echt? Wie? Das Ende des Werkzeugs passt in ein Loch im Deckel. Das würde doch rausrutschen. Die Winkel sind völlig verkehrt. Das würden Sie nie schaffen. Doch, habe ich in Paris gemacht. Möchten Sie meine Hand schütteln? Was soll denn das? Ich halte nichts von diesem Männerfreundschaftszeug. Homophobes Landpack. So. Ich muss jetzt gehen. Wollen wir die Tür aufsprengen oder sowas? Noch sehen wir die Tür nicht ganz. Vielleicht ist die Tür ja... Na gut. Selbst als ich mit aller Kraft drücke, hat das keinerlei Effekt. Sie bewegen sich einfach nicht. Ich sollte vielleicht doch mehr Sport treiben. Redet er von seinen Kindern oder warum hat er gerade Plural? Die Tore bestehen aus solidem, vom Alter dunkel gewordenem Holz. Müssen wir jetzt nochmal mit dem reden? Ich will ihn nur nochmal angucken. Ach so. Ich vergesse immer, dass ich auch einmal nochmal gucken will. Manchmal gibt es ja auch irgendwelche Tipps oder Hinweise. Das zerfurchte Gesicht des Farmers zeigt einen Ausdruck ästhetischer Andacht. Seine Füße stecken in einem Paar mistverschmierter Stiefel. Stroh. Ganz viel Stroh. Ganz toll. Auf jeden Fall können wir hier in der Bar nicht mehr viel machen. Außer vielleicht, wenn wir ein Zimmer kriegen. Aber der Typ ist ja noch nicht... Hey, was glauben Sie eigentlich, was Sie hier machen? Wie bitte? Ich will mein Zimmer. Keine Gäste hinter der Bar. Grundsätzlich nicht. Ich bin kein Gast, ich bin Elektroniker. Ich habe einen Ausweis. Ach, scheiße. Vielleicht haben wir dem das Ding schon gegeben. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Weil seine komische Maschine da ja rattert ohne Ende. Erkennen Sie den Mann auf dieser Karte? Nein. Frag doch mal anders. Sollte ich das? Oh nein, es war nur ein Versuch. Kann ich bitte noch ein Bier haben? Natürlich, Sir. Dasselbe nochmal? Ja, bitte. Wie wird das Zeug gemacht? Das ist das Geheimnis der Braumeister, Sir. Jedes Fass wird voller Liebe in traditioneller Weise behandelt. Aufgehängt an sorgsam geknüpften Seilen aus feinstem Hanf. In den Keller hinabgelassen unter Mithilfe der Originalschwerkraft. Wie Manna vom Himmel. Aha. Ich habe übrigens jetzt den Hinweis kapiert, den wir da so subtil zugeflüstert bekommen haben. Ja. Also, ich muss jetzt los. Der spielt doch mit seiner Kette da. Als ob er meine Gedanken lesen könnte. Grabst. Könnten Sie wohl mal Ihre Pfoten... Hören Sie. Naja, draußen den Kasten. Mit dem Elektroding? Nee, ich dachte vielleicht, ich gebe dem Ganzen noch einen Elektroschock. Aber das habe ich ja schon... Achso, hier. Wir haben noch hier Biersuppe. Auch nicht. Scheiße.
Eine Plastikbox ohne besondere Merkmale. Fest an der Mauer des Gebäudes angebracht. Lieber Chat, noch kurz warten. Vielleicht eine Falltür im Gehweg. Weil sonst müssen wir einen Stern ausgeben. Vielleicht mit dem Streichholzbrief da oder mit der Karte? Nein. Ich weiß auch nicht, wir wissen ja nicht mal, was das für eine Box ist, oder? Das ist der, ich weiß, glaube ich, oder ich denke mir, eine ist es der Sicherungskasten oder der Hausanschluss. Ich zerre an der Plastikabdeckung, aber sie bewegt sich nicht. Ich dachte, wir hätten mit dem Psychopathen alles besprochen. Na, vielleicht haben wir es nicht. Mr. Fitzgerald? Ach, doch haben wir, aber wir haben ihm nicht Schauen alles Sie gegeben. Sich diesen Ausweis an. Thomas Moalin? Nein, nie von ihm gehört. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich vielleicht mal uns jetzt mal einen Stern mopse, weil wir haben ja sehr viele freundliche Tipps bekommen. Ich nehme uns mal einen Stern weg. Geben Sie mir mal die Hand. Das ist doch ein Trick, oder? Verdammt, Sie haben recht. Ich scheine niemanden reinlegen zu können. Alles, was du sagst, Timo, ist ganz viel wert. Es ist viel zu viel wert. Wir haben nicht genug Sterne für das, was du sagst. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Nein. Was sagt Ihnen dieses Taschentuch? Nichts. Was sagt Ihnen diese rote Nase? Willkommen zurück. Blut. Wieso das denn? Ich habe viel geblutet als Kind. Nach jeder Prügelei auf dem Spielplatz hatte ich eine blutige Nase. Das wäre mir im Grunde egal gewesen. Aber ich war in die Prügeleien noch nicht mal verwickelt. Bis später. Das hat auch nicht viel gebracht, aber gut. Mit ihm vielleicht noch irgendwas reden. Hey, jetzt haben wir ja weitere Informationen. Weißt du etwas über Pegrams Ausgrabung? Der wollte mich doch nicht mal in die Nähe lassen. Hab ihm angeboten zu helfen, aber er hat mich weggescheucht. Was soll's? Ich wollte sein stinkiges altes Loch sowieso nicht sehen. Arbeitet jemand aus dem Dorf an der Ausgrabung? Pegram hat ein paar Studenten und Penner mitgebracht. Dachte, es weiß keiner in Loch Marne, wonach er suchen sollte. Der einzige Typ von hier, der für ihn malocht hat, ist Sean Fitzgerald. Fitzgerald sagt, er sei nie auch nur in die Nähe der Ausgrabung gekommen. Oh. Der nimmt sie schwer auf den Arm, Mister. Okay. Björn, okay. Wir haben ein paar unaufgeforderte, aber doch ein bisschen so zwei, drei kleine Tipps gekriegt und wir dachten, jetzt nehmen wir uns einfach mal einen der Sterne weg. Sollen ja auch irgendwie mal, eine gewisse Bedeutung haben. Was hältst du davon? Hey, das ist eins von Learys Handtüchern. Der zieht ihn bei lebendigem Leib das Fell über die Ohren. Vor dem alten Großmaul habe ich keine Angst. Außerdem habe ich es ja nur ausgeliehen. Sie sind ganz schön cool drauf, Mister. Danke. Für Ihr Alter. Bis später dann. Okay, Mister. Vielleicht jetzt nochmal mit dem Psychopathen reden? Ja, wahrscheinlich, weil jetzt haben wir noch mehr Informationen. Mr. Fitzgerald? McQuire sagt, er hat Sie an der Ausgrabung gesehen. Und noch mehr, er hat gesehen, wie Sie mit Pegram geredet haben. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit, ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Woher weiß er immer was von irgendwelchen Päckchen? Auch vorhin in dem Tresor im Hotel. Also ja, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht, wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Gib mir das Päckchen. Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Ach, das. Das kann ich nicht. Jetzt weiß ich auch, was das... Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald.
Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Aber danke. Der Mann aus Paris, Jacques Marquet. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marn Edelstein gehört. Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, Maguire. Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Oh nein, Sean. Raus hier. Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Wir gehen aber raus. Und plündern die Leiche. Und Maguire steht da auch wieder, als wäre nichts gewesen, also. Ich hab die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Fitzy? Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was du... Aber jetzt ist das Ding da hinten kaputt. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Geh rüber und will ein bisschen herkommen. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Papp geschossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es war zu schnell für den armen alten Fitzy. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Okay, sag ich. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto. Die sehen auch so komplett anders aus, als sie hier aussehen. Das ist grandios. Ja, irgendwie seltsam. Und der Fitzgerald hat einen ziemlichen Kastenkopf gehabt. Oder einen Kastenschnitt. So, jetzt können wir das Ding da kaputt machen. Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Gehen wir jetzt wieder rein. Die Abdeckung ist zersplittert und weggebrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Ich ziehe an der Falltür, aber sie ist von innen verschlossen. Wir müssen doch eh rein. Ich will das Ding blitzdingsen. Ich will das Ding mit dem Gulli-Werkzeug. Ach, scheiße. Vielleicht hättest du jetzt die alte Lappen, diesen alten Lappen daneben Entschuldigung. Können. Entschuldigung. Ach, stimmt. Ja, da ist ja noch Bier. Biertriefend ist. Vergiss es. Also, ich muss jetzt los. Ja, wir haben ja noch den Bierlappen. Nein, geht auch nicht. Was soll das denn eigentlich sein? Dreht sich da was? Nee, das war nur noch... Oder ist das vielleicht die Steuerung doch für diesen Aufzug da? Ja, das vermute ich, aber... Achso, warte mal, wir fragen wir nochmal ihn hier, ob er weiß, hey, was Maguire. Das ist. Was? Leprechaun? Was? Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich hab's gesehen. Ich hab nichts gesehen. Ich hab's aber gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Da ist vielleicht ein Diamant ist runtergefallen. Vielleicht ja irgendwo verschwunden. Na. Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Bis später dann. Okay, Mister. Eine Falltür im Gehweg. Ist hier, es geht ja noch irgendwie ein paar Meter weiter. Ist hier noch irgendwas? Nope. Irgendwas, was wir da... Nichts, was irgendwie sinnvoll wäre, uns darauf zu packen. Ich meine, ich probiere nochmal alles durch, wie sich das gehört. Nein, das ist so. Wir brauchen eine Pinzette oder so ein Quatsch.
Den Draht, wir brauchen den Draht von dem Typen hier. Ja. Aber wie kriegen wir den Typen dazu, den Draht loszulassen? Der trinkt doch immer einen oder hustet einen, dann kannst du das Ding doch einfach klauen. Oder kannst du dem irgendwas in seinen komischen... sein Glas kippen? Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Ja, warte, aber wenn er... Er macht doch jetzt, legt er das doch hin und säuft sich ein. Oder? Nö, jetzt legt er es hin und jetzt niest er. Mist. Sobald der alte Macker mal nicht hinsieht... Ha! Ha! Boah! Ha! So. Nein! Auch das nicht. Das Drahtstück in den, bei dem... beim Schloss. Beim was? Ja. Beim Schloss, das Schloss damit knacken. Also, bei der Tür. Das Schloss damit knacken. Na, komm schon. Nee. Nein, ich wollte nicht mit ihm reden. Scheiße. Hier hin. Nein, hier. Jetzt kannst du es nicht mehr aufhalten. Ich bin's wieder. Sportwagen. Mal gucken. Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Auch, dass es nicht mehr aussieht wie der Sportwagen. Ich habe einen wie roten in der Zwischensequenz und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Wir haben zugehört. Wir haben gehört, dass da ihm Schalter abgebrochen ist. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Aber nun? Ja, yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Anscheinend haben wir das der falsche Idiot gehört. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens... Kann sein. Ja. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari... Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der mal den Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Das ist ja eine Erleichterung. Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Gut. Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen bessere Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen. Ich muss jetzt gehen. Die Plastikabdeckung ist zersplittert und weggebrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die frühere Stellung zu bringen. Die Frage ist nur, was hat der Schalter überhaupt gebracht? Ich vermute, entweder ist er hierfür. Was ist denn hier? Gibt's hier drin? Habe ich irgendwas hier drin übersehen? Vielleicht musst du mit dem Bartypen jetzt noch reden und dann geht die Dings kaputt. Aber eben als ich mit ihm reden Entschuldigung. Wollte... Entschuldigung. Ja, Sir? Ging nur Bier. Hey, wie wär's mit nochmal noch Bier? Dasselbe noch... Servieren Sie Cocktails? Ich serviere alles, wenn das Geld stimmt. Nee, wirklich im Ernst. Haben Sie schon mal daran gedacht, McDivitts in eine Cocktailbar umzuwandeln? Cocktails sind schick, cool und sehr populär bei jüngeren Kunden. Was? Kids in der Bar, Pinball, Pickel und Popel. Okay, schon verstanden. Ich nehme ein Glas Stout. Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Ich könnte sie für Sie reparieren. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Naja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Ach, das ist die Spülmaschine. Heute ist einfach nicht mein Tag,
Ist er auch kaputt. So, jetzt ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Hier meine Karte. Aha. Na, ist das nicht fantastisch? Hier ist ein Haus, Bierpumpe, das von unerklärlichen defekten Leitungen gequält wird. Und da sind Sie, ein Elektriker, mit einer kleinen Plastikkarte als Empfehlung. Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bierpumpen lasse. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Spülmaschine reparieren, ist ja schön. Schauen Sie sich dann mal die Pumpen an. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass anscheinend Mathilde inzwischen zu Hause aufgeschlagen ist. Wollen wir die ganz kurz dazu holen? Ich würde sagen, ja. Dann holen wir ganz kurz eine Mathilde dazu, bevor ich jetzt hier... Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt... Bevor wir uns jetzt hier der Maschine widmen, drücke ich kurz auf Speichern. Hashtag Spüli. Und das wird nur ein ganz kurzer Switch. Wir sind in ein paar Sekunden wieder da. Es gibt auch nicht mal Werbung. Bis gleich.